An der Börse in Frankfurt bietet sich in diesen Tagen ein ungewöhnliches Bild. Nach zuletzt immer wieder sinkenden Kursen angesichts des Ukraine-Krieges ging der DAX heute deutlich nach oben. Sami Ibrahim an der Frankfurter Börse. Wie kommt das? Das ist eine Erleichterungsrallye, die man hier sieht. Sie hat keine wirklichen Gründe, die bestätigen würden, warum das jetzt hier so ist und warum man jetzt hier mit einem Mal Aktien derartig feiert. Aber in der Tat haben wir in den letzten Tagen, fast Wochen, ständig fallende Kurse gesehen. Der Finanzmarkt konnte sich nicht wirklich berappeln. Am Aktienmarkt ging es im Prinzip fast nur noch bergab. Und eine Regel gilt da grundsätzlich, wenn eben eine, wie man hier so schön sagt, Bodenbildung erwartet wird oder erreicht ist möglicherweise, dann kann man eben einsteigen. Dann hat man niedrigere Kurse und kann grundsätzlich kaufen. Denn eine Sache, da sind sich die meisten Aktionäre sicher, ist, dass die deutsche Wirtschaft eigentlich grundstabil ist. Unabhängig jetzt von allem, was drumherum ist, unabhängig von allen Ängsten, die wir angesichts dieser Krise sehen. Aber man steht hier eben auf einem relativ sicheren Fundament. Und da kann man dann eben auch mal was riskieren. Und wir schauen uns mal an, wie das heute ausgesehen hat. Denn der DAX ist in der Tat rekordverdächtig gestiegen. Er hat den ganzen Tag über zugelegt und am Ende in der Tat einen Stand von über 1000 Punkten. Hat es hier so auch noch nicht gegeben. Das sind fast 8%. Der Schlussstand heute, also 13.848 Punkte. Und da haben wir schon wieder die nächste Gefahr. Es gibt die Ersten, die sagen, das ist hier eine Bullenfalle, die hier aufgebaut worden ist. Also für Anleger, die halt sich sehr schnell engagieren wollen, die sehr schnell einsteigen. Es gibt die ersten Stimmen, die sagen, in der kommenden Woche könnte es eben genauso schnell wieder runtergehen, wenn der Krieg eben länger dauert, wenn die Friedensgespräche, die Vermittlungsgespräche zwischen der Ukraine und Russland scheitern, dann überwiegt hier wieder die schlechte Stimmung und dann kann es genauso schnell bergab geben. Also momentan eine Berg- und Talfahrt, eine Achterbahnfahrt, die wir an der Börse sehen. Sami Ibrahim, danke nach Frankfurt am Main.